für den Jungen. Wir haben sich aber hier aufgehalten. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sie mit für den Lokationsteilnehmer sind. Bitte Abstand. Nichtsdestotrotz, ich habe Abstand. Habe ich. Sie sind der Maskenpflicht. Sie sind der Maskenpflicht nachgekommen. Ich hätte gerne mal Ihren Ausweis. Und Ihren Teilchen Abstand. Die Maske, die geht auch für Ansammlungen. Ja, aber ich brauche nicht so schlau. Eine Ansammlung heißt keine Demonstration. Ansammlung heißt Menschenklump. Ja. Den haben Sie hier. Und selbst wenn Sie sich darum befinden und nicht Demonstrationsteilnehmer sind, müssen Sie sofort hin. Aber ich habe jetzt nur den kurz hier geguckt und wollte wissen, was denn ist. Ich weiß ja nicht, ich wusste nicht, dass hier eine Demo ist. Ja, naja, Sie sehen ja, was hier gerade los ist. Ja, deswegen wollte ich erstmal gucken, einen Einblick verschaffen, worum es hier geht. Sie waren lang genug, ich hätte gerne den Ausweis. Die Veranstaltung war gerade aufgelöst. Sie sind betroffen einer Ordnungswidrigkeit. Das Nichttragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Also ich habe eben gerade geguckt, habe nur, was hier los ist. Wie gesagt, ich habe es Ihnen jetzt zweimal gesagt, der Kollege hat es Ihnen einmal gesagt, das reicht jetzt. Wurde die Versammlung die ist doch gerade aufgelöst worden. Genau. Die war aber schon die ganze Zeit während der Versammlung. Wunderbar. Und damit ist da auch alles Sie doch dann eigentlich auch schon mal kommen können. Genau. Und warum machen Sie das jetzt hinterher und nicht vorher? Ich weiß nicht, wenn Sie direkt anmelden. Nein. Nein, dann halten wir es darauf. Die Fragen sind aber erlaubt. Ja. Darum, da müssen wir jetzt doch nochmal. Ich rufe gleich meine Rechtsanwälte an. Die Stimmbänder ausoperieren, das ist mein Telefon. Nein, ist keiner. Hast du mit, Sven? Ja, warte, ich warte noch kurz. Ja. Erstmal nicht rauchen, solange die polizeischen Maßnahmen laufen. Hast du mit? Ja. Kronen auf den Händen tätowiert, wir gucken uns alle anderen. Das muss man jetzt sehen. Darf man jetzt die Hände nicht mehr tätowieren? Oder? Ich hab auch einen Blut. Und Sie entfernen sich 10 Meter in die Richtung. Wissen Sie was? Ich mache es gerne. Entfernen Sie sich 10 Meter. Aber ich habe von meiner Mutter was anderes entfernen gelernt. Entfernen Sie sich 10 Meter. Ich habe was anderes gelernt. Jetzt. Darf ich mich da zu meinen Sachen bücken? Das, Dankeschön. Sie haben doch Mund-Nasen-Schutz auf und halten 1,50 Meter Abstand ein. Genau, danke. Verstehe ich jetzt nicht. Oder mache ich das nicht? Dann Freund und Helfer. Darf ich mich noch in Deutschland befinden oder darf ich mich hier noch aufhalten in Deutschland? Darf ich mich in Berlin aufhalten? Wo darf ich mich denn jetzt aufhalten? Ja, in den nächsten 5 Minuten muss ich diesen Platz rollen. Jedenfalls für Sie der Abstand in diese Richtung ganz normal auf dem Weg, nicht in der Grünfläche. Sie entfernen sich in diese Richtung. Wir haben 1,50 Meter Abstand. Ich sage Ihnen, zurück mit Ihnen auf dem Weg. Wir haben 1,50 Meter Abstand. Sie können sich zurückbewegen. Das ist nicht normal. Wir haben 1,50 Meter Abstand, Sollweg. Ich filme gerade, dass wir auseinanderstehen. Die Straße drauf, direkt anmelden.
hab auch unsere Abstände drauf. Ich habe auch vorher fotografiert, dass wir da gestanden haben am Tiergarten und nicht auf der Versammlungsfläche. Als ob wir sie gewusst haben, ehrlich. Was soll denn das jetzt? Da dürfen wir uns wahrscheinlich auch sagen, dass wir hingehen. Wir hatten ja hingegeben. Ach nee, nee, nee. Was ist das für ein Scheißstart, Yvonne? Wie viel Mann stehen hier für einen? Wie viel Mann stehen hier für einen? Keine Ahnung. Überleg dir das mal. Gar nichts hat er gemacht. Nichts. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Mensch. Was geht da? Welches habt ihr? Und auch die Einsparungen im Bereich, insbesondere der Fahrbahn. Ah! Die Verwirrung hat sich gedreht. Nochmal verlassen Sie den Bereich, die Gehwege. Begeben Sie sich nach Hause, tragen Sie auch dazu weiterhin einen geeigneten Straßenschutz und halten Sie den Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben alle keine Mütter und keine Kinder und nichts wahrscheinlich, weißt du? Ihr beide bleibt bei ihm. Ja, und wohin jetzt? Wohin denn? Wohin denn? Wo bringen Sie ihn denn hin? 11 Polizisten! Ja, das habe ich gefilmt. Das sind mehr als 11. 12 sind mehr als 11. Gegen einen! Gegen einen. Ich betrete die Fläche und habe meinen Mundschutz auf. Es ist doch nicht, es ist nicht mehr normal, ehrlich. Was hier abgeht. Nicht normal. Marius, einmal bitte. Ich habe hier meinen Abstand. Warum bringen Sie den jetzt auf die Seite hier? Weil wir zu viele waren da drüben, oder was? Keine Ahnung. Jetzt dürfen wir jetzt nicht mehr mitgehen und schon ist es erledigt. Ja, war klar. Was soll das? Ich hab das echt nötig. Ja, das weiß mein ich nicht. Mein Junge, der will Polizist werden. Ich weiß nicht, was eben. Wer er? Mein Junge will Polizist werden, ja? Und wenn er denkt, ich ihm sowas erzähle, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ist das Ihr Kollege?